fahren wir hin? Keine Ahnung, wo wir hinfahren. Wir fahren jetzt nach Dortmund. Ja. Und wir machen in Dortmund ein paar Sachen. Was, aber machen, was machen wir für Sachen? Das sagt euch der liebe Eduard. Der Eduard sagt euch das. Ja, der Simon hat es ja schon gerade gesagt, wir fahren nach Dortmund, weil wir nämlich ein Video machen mit dem Tim Dick. Das ist ein Eiskunstläufer. Den sehen wir gleich. Und danach schauen wir uns den Kampf von Max Kruger an. Der kämpft um den Titel. Gegen wen kämpft er nochmal? Ja? Ist ja auch egal! Kruger! Doch alles, komm! Ja, ja, ja. Und Ipon. So, wir sind jetzt fertig mit dem Video mit dem Tim. Bin oft auf die Fresse geflogen, aber hat Spaß gemacht, bin jetzt müde und jetzt freue ich mich auf meinen Döner-Teller. Und dann gehen wir zur Halle, wo Max Kruger später kämpfen wird. Ich freue mich auf die Kämpfe. Persönlich mein erstes Mal, dass ich überhaupt MMA mir ja, live zu angucke. Wenn ich irgendwelche UFC-Kämpfe sehe, so, dann kommen wir dann aus. Ja, wir werden auf jeden Fall wieder ausrasten. Ja, deshalb, da müssen wir schon mal, jetzt am besten mal die Stimme schonen, damit wir dann... Max, du machst das. Auf! Geil. Ja, nice, ich freue mich richtig. Ja! Ja, wir sind jetzt in der richtigen Halle. Wir waren vorhin bei irgend so einem Rap-Battle oder so. Sind wir richtig. Und jetzt? Jetzt zeigen wir unsere Tickets. Kommen wir rein. Müssten jetzt schon... Genau, das geht dir gleich. Müssten jetzt, glaube ich, 2-3 Kämpfe müssten jetzt schon vorbei gewesen sein. Wir kommen natürlich nur für den besten Kampf. In so eine, ja, ich freue mich. Jetzt gehen wir gleich rein. Ja, okay. Ich nehme alles auf. Oh, mal rauf! Alter, das ist echt geil. Das sieht echt geil aus. Ist voll leise, ist nicht so laut. Ja, wir müssen Stimmung machen. Schon echt. Irgendwo auf den großen Plattformen, die man im MMA kennt, so gelistet, aber Kampferfahrung hat er. Eine andere Sache, die ich aber damit reinnehme, Riesenszene für die. Ist schon geil. Gegen den größten Namen in Deutschland, den wir haben. So, wir haben uns jetzt alle Kämpfe angeguckt. Jetzt müsste Max Kruger kommen. Ich weiß nicht, wie lange die Pause jetzt ist, aber es war ein langer Abend. Ich habe jetzt trotzdem endlich mal zu sehen, den Kampf. Wir wollen jetzt Brutalität sehen. Ja, auf jeden Fall. Man soll den denken, ich treffe auch nicht. Auf geht's, Frankfurt! Ich habe es letztes Jahr versprochen. 2022 hole ich diesen Gürtel zurück an meine Hüfte. Wir springen zurück in Spirit. Und das ist der Plan. Mehr tun wir nicht aus. Wir treffen uns im Dezember. Das ist so wirklich das Ziel. Für mich spielt alles, was danach kommt, überhaupt keine Rolle. Es gibt nur diesen Kampf. Weiter, Alter.
Der kassiert ja richtig, der Typ. Oh! Bring it up! The second round and new NFC! Genau, und an der Stelle ist mein Handy leer gegangen. Auf jeden Fall cooles Event. War ein sehr langer Tag. Hab quasi den Kampf in meinen Geburtstag reingeschaut. Heute ist nämlich mein Geburtstag. War eine lange Nacht. Wir sind noch 3 Stunden zurück mit dem Auto nach Hause gefahren. Und ja, cooles Event. MMA immer schön anzusehen. Und an der Stelle nochmal Gratulation an Max Koga. Cooler Kampf. Wusste gar nicht, dass du so krank im Boden bist. Ey, echt eine Bodenmaschine. Wenn man Twitch verfolgt, heute Abend mache ich einen Twitch-Livestream, einen Geburtstagsstream. Und ja, genau, man sieht sich.